als Ratschlag in meinem Leben, da zitiere ich gerne einen Englischlehrer von mir, der immer gesagt hat, fight for your dreams. Für mich ist es so ein Ratschlag, weil es immer im Leben auch Schwierigkeiten gibt und man auch Rückschläge einstecken muss. Man sollte sich jedoch davon nicht abbringen lassen und immer seinen Träumen nachfolgen und dafür kämpfen, damit man auch das Ziel im Leben erreicht, das man erreichen möchte. Mein Name ist Kai Sommer. Ich mache ein duales Studium bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Und das Ganze ist im Studiengang BWL Finanzdienstleistung. Momentan bin ich im ersten Semester des Studiums. Das Coolste an meiner Ausbildung ist, dass ich mit vielen verschiedenen Menschen zu tun habe. Oft weiß man auch von einem Gespräch gar nicht, wer in wenigen Minuten vor einem sitzen wird. Das macht, wie ich finde, die Ausbildung und auch den Berufsalltag sehr interessant, weil doch hinter jedem Menschen auch eine andere Geschichte steckt. Und ja, meine Aufgabe ist es dann eben auch herauszufinden, was der Kunde möchte und wie man ihm bestmöglich helfen kann. Die größte Herausforderung in meiner Ausbildung sehe ich darin, dass es immer einen Wechsel zwischen der Filiale und der Hochschule gibt. In meinem Fall liegen beide auch sehr weit voneinander entfernt. Dadurch brauche ich auch einen Zweitwohnsitz. Man muss also während dem dualen Studium sehr flexibel sein und ist auch immer in Deutschland unterwegs, weil es auch viele Seminare gibt von der Bank aus, zu denen man dann reisen muss. Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank ist eine Genossenschaftsbank. Unsere Kunden sind Angestellte und Selbstständige aus dem Sektor der Heilberufe. Mein duales Studium, wie auch der Name schon sagt, findet dual statt, das heißt in zwei Phasen. Es gibt eine theoretische Phase und eine praktische Phase. Die praktischen Phasen finden immer in der Filiale der APO-Bank statt. Die Theoriephasen dann an der dualen Hochschule in Baden-Württemberg. Und die Ausbildungsinhalte sind dann in der praktischen Phase, dass ich verschiedene Abteilungen in unserer Bank durchlaufe. Das hat angefangen im Filialservice, wo ich dann ersten Kontakt mit den Kunden knüpfen konnte und wo man einfach prinzipiell mal die Informations- und Kommunikationssysteme der Bank kennenlernen konnte. Dann ging es weiter in die Studentenberatung, da ging es dann um Kontoeröffnungen, um Kontoführung und um Studienkredite. Eine andere Abteilung ist dann, dass ich bei unseren Beratern bin und denen mal über die Schulter schauen darf. Und eine extra Abteilung ist dann bei uns auch noch das Kreditgeschäft und das Bausparen. Die Theoriephasen an der Hochschule sind dann auch immer im Wechsel von 3 Monaten zu den praktischen Phasen in der Filiale. Und da sind dann die Inhalte Betriebswirtschaftslehre und Finanzdienstleistung. Dazu zählt dann auch Recht und Politik, Unternehmensführung und auch Mathematik und Statistik und vieles weiter. Aufgeteilt sind diese theoretischen und praktischen Phasen wie folgt. Begonnen hat das Ganze in der Filiale der APO-Bank, da war ich dann 3 Monate und hatte auch meine festen Arbeitszeiten. Ich starte meistens früh um 8 Uhr und das geht dann bis nachmittags um 17 Uhr. Eine Stunde Pause ist zwischendrin dann auch noch. Und nach den 3 Monaten wechselt das Ganze dann an die Hochschule und dort ist der Ablauf dann ähnlich. Dann bin ich 3 Monate komplett dort und danach wieder in der Filiale. Aufgewachsen bin ich in Main-Tauberkreis. Ich habe dann dort erst die Realschule besucht und bin dann aufs Gymnasium gewechselt, auf ein berufliches Gymnasium. Dort habe ich dann gemerkt, dass mir der Wirtschaftsunterricht sehr viel Spaß gemacht hat und ein anderes Interesse von mir war dann auch der Finanzsektor. Nur wie es genau beruflich weitergehen sollte, wusste ich nach der Schule noch nicht. Habe dann einen Bundesfreiwilligendienst gemacht und die Zeit intensiv zur Orientierung genutzt. Letztlich bin ich dann auf das duale Studium bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank gekommen, weil es einfach sehr viel Abwechslung bietet. Und da die Bank jetzt speziell eine Bank für Heilberufe ist, bietet sie auch viele Möglichkeiten und viele Perspektiven. Auf die Deutsche Apotheker- und Ärztebank bin ich übers Internet gestoßen. In dem Zeitraum, wo ich mich informiert habe über Ausbildung als Bankkaufmann und über das duale Studium auch. Und ja, dann fand ich das am besten bei der APO-Bank.
Also Eigenschaften, die man mitbringen sollte, ist zum einen ein Interesse an der Finanzwelt, am Gesundheitsmarkt. Es wird jetzt jedoch nicht erwartet, dass man da Experte ist. Es gibt immer wieder Informationsveranstaltungen und Seminare, bei denen man das Ganze auch näher gebracht bekommt. Zudem gehört auch Kontaktfreudigkeit und Offenheit, weil man auf Kunden zugehen muss und auch mit ihnen angemessen reden können muss. Man sollte auch immer freundlich zum Kunden sein. Wie ich vorhin auch schon genannt habe, Flexibilität gehört dazu, weil man immer unterwegs ist. Genau, das sind so die Eigenschaften, die man mitbringen soll.